The next talk is by Hannes Mehnert. You can see him here already. It's called Transmission Control Protocol, also known as TCP. And Hannes Mehnert works. Hallo, ihr hört den Vortrag Transmission Control Protocol in der Übersetzung von Stefan und Lucaro. On an open, no, what is it? Mirage OS. Hannes ist der Vortragende und er arbeitet unter anderem an Mirage OS. Engineering areas such as programming languages. Und er beschäftigt sich mit verschiedenen Programmierdisziplinen wie Netzwerkprotokollen, Sicherheit und Ähnlichem. Herzlichen Applaus für Hannes. Thank you. Danke. Heute möchte ich über das Transmission Control Protocol reden. Worum geht es dabei? Das hier ist ein Foundation Talk. Wenn ihr euch schon ganz super mit TCP/IP auskennt, dann sind für euch vielleicht nur die letzten 5 Minuten von Interesse. Wenn ihr euren Laptop verbinden wollt oder eine Website ansteuern wollt, um die Website zu lesen, dann muss der Client, der Webbrowser auf eurem Laptop, einen Request, eine Anfrage an den Webserver stellen. Und diese Anfrage wird per HTTP-Protokoll übertragen. Und das ist die hauptsächliche Methode, wie man eine Webseite abrufen kann. Aber wie genau wird diese Anfrage eigentlich übertragen? Darum soll es hier heute im Detail gehen. Lass uns erstmal auf die Netzwerktopologie schauen. Links haben wir den Webserver, Laptop, den Client. Und das Laptop ist wahrscheinlich über ein WLAN mit dem Internet verbunden. Was ist denn jetzt eigentlich das Internet? Jedes Clientgerät, ein Laptop, ein Mobiltelefon ist mit einem Router verbunden und der Router ist auch ein Computer, der aber über Informationen verfügt, wie man andere Systeme im Internet erreicht. Und dazu hat er mehrere Verbindungen über Kabel, über Glasfasern. Und in diesem Bild sieht man nur 2 Router. Aber in Wirklichkeit sind das natürlich viel, viel mehr. Das können im Prinzip beliebig viele sein. In diesem Fall ist hier der Router B per Ethernet verbunden. Per Ethernet. Und Ethernet ist ein Protokoll, das über ein Kabel gesprochen wird. Ich werde mich heute nicht damit beschäftigen, wie die verschiedenen Kabel und Glasfasern und Satellitenverbindungen funktionieren, sondern ich fange an mit einer Schicht, die darüber liegt, die über dieser physischen Schicht liegt. Das nennt sich Data Link Layer. Und was ist ein Data Link Layer? Die Aufgabe des Data Link Layers ist, über ein lokales Netzwerk eine Verbindung herzustellen. Das heißt, das WLAN in diesem Fall ist der Data Link Layer zwischen Laptop und Router A. Und Router B und der Server haben auch ein Data Link Layer, in dem Fall das Ethernet. Und die Aufgabe ist ganz einfach. Es geht darum, Daten, Pakete, IP-Pakete zwischen 2 Stationen im lokalen Netz auszutauschen. Und das definiert, wie Daten übertragen werden können, wie groß die am Stück sein können und ähnliches. Und darüber gibt es den Internet-Layer. Und in dem Diagramm habt ihr gesehen, gibt es 2 Router, A und B.
und die verwenden den Internet Layer, um Daten zwischen ihren Anschlüssen zu übertragen. Already the issue of addressing by providing for every host an IP address. Und dazu gehört, dass die verschiedenen Geräte alle jeweils eine Adresse haben, damit man denen entsprechend Daten zustellen kann. Und der IP-Layer ist ebenfalls dafür zuständig, das sogenannte Routing zu erledigen, also die Entscheidung, über welche Netzwerkschnittstelle ein Paket weitergeleitet werden soll. Wenn also eine höhere Schicht Daten übertragen möchte, die viel größer sind als das, was über diesen Data Link Layer übertragen werden kann, dann sorgt der IP-Layer auch dafür, dass diese Daten in Teile aufgeteilt werden, beim Sender und beim Empfänger wieder zusammengesetzt werden. Zu den Adressinformationen gehört im Zweifelsfall auch sogenannte Ports, Anschlüsse, die auf der Sender- und Empfängerseite die Adressierung spezifischer Dienste erlauben. Es gibt zwei Protokolle, TCP und UDP, das sind die am meisten gebräuchlichen, darüber hinaus gibt es viele weitere. Und UDP ist das erste von den beiden. UDP hat einige Vorteile. Es ist relativ klein, hat wenig Overhead, lässt sich leicht verarbeiten, ist aber auch unzuverlässig. Die Daten können verloren gehen. Die Reihenfolge der Daten ist letztendlich nicht definiert. TCP hingegen ist verlässlich. Die Daten kommen da genauso wieder raus, wie man sie reingesteckt hat. Aber dafür muss auch eine Verbindung aufgebaut werden. Und die beiden Endgeräte müssen miteinander tatsächlich sich darüber austauschen, wie die Daten übertragen werden. Schließlich haben wir ganz oben die Anwendungsschicht. Das sind die eigentlichen Anwendungen. Und dazu gehört dann zum Beispiel HTTP oder auch TLS. Das definiert, wie über so eine Verbindung dann tatsächlich Daten ausgetauscht werden. Die unteren Schichten übertragen einfach beliebige Daten. Und in diesem Bild können wir jetzt auch die verschiedenen Schichten sehen. Links haben wir wieder das Laptop. Und da sehen wir alle vier Schichten auf der Client-Seite. Die Router hingegen, die verwenden jetzt nur Data Link und Internet Layer. Und der Server hat dann wieder alle vier Layer. Die Transportschicht ist Rechner zu Rechner. Und die TCP-Schicht ist dann der Transport über das Internet zwischen zwei Endsystemen, nämlich dem Client und dem Server in diesem Fall. Und obendrauf dann eben der Webbrowser, der mit dem Webserver redet. Und die Router in der Mitte, die brauchen sich nicht anzugucken, was genau da übertragen wird. Die müssen nicht wissen, dass das HTTP ist. Die Router verwenden den Internet-Layer einfach, um Pakete in die richtige Richtung weiterzuleiten. So, der Client schickt ein erstes Paket, zum Beispiel ein TCP-Synchronisierungspaket, und der schickt das an den Router A, und der Router A guckt sich einfach nur an, wo soll das hingehen, und sagt, okay, Router B ist die richtige Station, und schickt es an den Router B weiter, und der Router B guckt sich wieder nur an, wo soll es hingehen, und schickt es dann an den Server weiter. So, wie schaut so ein Paket aus, das auf dem Data Link Layer tatsächlich übertragen wird?
And that one is just the GET request. And then the transport layer actually prefixes the. Ganz oben auf dem Application Layer haben wir die eigentlichen Daten, die übertragen werden sollen, also den GET request. Darunter haben wir die Transportschicht TCP, die jetzt entsprechende Informationen für TCP hinzufügt, bevor das Paket an den Internet-Layer weitergegeben wird. Und der Internet-Layer, der fügt nun wiederum selber entsprechende IP-Informationen hinzu. Und auf der untersten Ebene kommt dann, je nachdem, was das für eine Technologie ist, dann kommen unterschiedliche weitere Daten hinzu, die Übertragung auf dem tatsächlichen physischen Medium ermöglichen. As you can see from the layering, from those two pictures, on the one side you have, man kann also von diesen Bildern sehen, auf jeder Ebene werden Header-Informationen hinzugefügt. Takes the TCP header, so the transport layer. Auf der Internet-Layer-Ebene zum Beispiel wird das TCP-Paket übernommen und weitere Informationen für IP hinzugefügt. What is actually in the, so I will not go into the data link layer details. Ich werde jetzt nicht auf die Data Link Layer Spezialitäten eingehen, aber wir wollen uns hier mal anschauen, wie bei IP Version 4 der Header aussieht. Der Header enthält mindestens 20 Byte an Informationen. Und ein ganz wichtiges Feld ist die Versionsinformation, hier in diesem Beispiel Version 4. Da könnte aber auch eine 6 drin stehen. Dann gibt es verschiedene Bits. Dann kommt ein Feld für weitere Informationen, über die wir heute nicht reden. Und in den nächsten 2 Byte steht drin, wie groß das IP-Paket insgesamt ist. Dann haben wir eine 16-Bit-Nummer für die Identifizierung dieses Pakets. Weitere Flags, für die Fragmentierung dienen. Nämlich, wenn also Daten übertragen werden sollen, die größer sind, als in ein einzelnes IP-Paket passt, dann kann das aufgeteilt werden und wird dann beim Empfänger wieder zusammengesetzt. Das nächste Feld ist ein 8-Bit-Feld. Das sogenannte Time-to-Live-Feld, das ist ein Zähler, wie viele Weiterleitungen durch Router soll dieses Paket überleben. Jeder Router, der das Paket weiterleitet, dekrementiert diese Zahl und wenn die auf 0 sinkt, dann wird das Paket verworfen. Die Protokollnummer, das ist also sowas wie TCP oder UDP. Dann gibt es eine Prüfsumme für die Header-Daten, 16-Bit. Dann haben wir die Quell- und die Zieladresse dieses Pakets, jeweils als 32-Bit. Und in unserem Beispiel hier ist die Quelladresse die IP-Adresse von meinem Laptop und die Zieladresse ist der Server, der Webserver. Im Anschluss daran gibt es gegebenenfalls Optionen, die optional vorhanden sein können und dann kommen die eigentlichen Daten. Die Protokollnummern, da gibt es eine Reihe, die definiert sind. Heute werden wir über ICMP, das Internet Control Message Protocol, reden und TCP. Es gibt noch weitere Protokolle, die auch über in einem IP-Paket transportiert werden können. Aber da gehen wir heute nicht drauf ein. Und es gibt 255 Möglichkeiten für Protokolle. Ja,
Was ist ICMP? ICMP ist ein Protokoll, was ich noch gar nicht angesprochen habe, aber es ist das Internet Control Message Protokoll, also ein Zusatzprotokoll des Internets, und es setzt auf IP auf. Und eine Aufgabe ist, Fehlernachrichten zu übermitteln, also zum Beispiel Ziel, Rechner ist nicht erreichbar oder Lebensdauer ist überschritten. Und das andere ist halt, Betriebsinformationen zu übermitteln, also zum Beispiel Diagnoseinformationen. Ein Programm, was ihr vielleicht kennt, ist Ping, und die Verwendungszweck von Ping ist, ICMP Echo Requests zu senden, also tatsächliche ICMP-Nachrichten. Und die fordern den Empfänger auf, eine ähnliche Nachricht, wo sich nur ein Bit verändert hat, zurückzuschicken. Und das ist dann der ICMP Echo Reply, also die Echo-Antwort. Und wenn man einen anderen Computer pingen kann, dann kann man sicherstellen, dass der andere Host zumindest eine IP-Verbindung hat. Okay, lass uns jetzt die nächste Ebene angucken, das ist die Transportebene. Und zuerst werden wir uns UDP anschauen. UDP ist nur 8 Byte lang, der UDP-Header, und hat nur einen Quellport, einen Zielport, die Länge von dem gesamten UDP-Rahmen und eine Prüfsumme. Und die Prüfsumme ist wieder 16 Bit lang und wird berechnet über die gesamte Datenmenge und der gesamte. Ja, also es enthält auch die Informationen über Quell- und Zieladresse und so in sich drin. Ja, wie wir schon gehört haben, ist UDP unzuverlässig, ungeordnet, also die Reihenfolgehaltung ist nicht da gegeben, aber dafür hat es halt eben einen geringen Verwaltungsaufwand, also es ist wenig Overhead vorhanden. Es werden nur 8 Byte zu der Datenmenge hinzugefügt, während IP schon 20 Byte mindestens hinzufügt. Das ist ein gleich einfaches Unix-Programm, was einen UDP-Client darstellt. So würde das jetzt nicht kompilieren, weil ich was ausgelassen habe, aber um das Prinzip zu verstehen, wie man diesen IP-Stack verwenden würde, reicht es aus. Also der IP-Stack ist normalerweise im Kernel eingebettet, und als ein Programmierer oder ein API-Programmierer, ein Schnittstellenprogrammierer, hat man jetzt hier die Schnittstelle, die von der Unix-Socket-Schnittstelle, die zur Verfügung gestellt hat. Und es sind immer dieselben 5 oder 7 Funktionen. Die erste ist Socket. Die Funktion Socket öffnet einen Dateideskriptor, und man spezifiziert den Adressbereich und den Typ des Sockets. Die Adressfamilie ist hier das Internet, und es ist ein Datagramm-Socket, also DGRAM abgekürzt. Wenn das erstellt wird, dann für einen UDP-Client braucht man nur die Funktion send2, die diesen Socket-File-Descriptor, also den Dateidescriptor, den wir gerade erzeugt haben, braucht, und halt eben nur die Daten, die es zur anderen Seite senden soll. Weil es halt, als unzuverlässig ist es einfach, einfach losschicken und gucken, ob es ankommt. Und danach schließt man einfach den Socket wieder, weil wir hier ein guter Programmierer sind und vorbildlich handeln wollen. Und wenn man einen UDP-Server implementieren möchte, sieht das ungefähr so aus. Also wieder macht man einen Socket auf, und dann gibt es die Funktion bind, die an eine bestimmte IP-Adresse auf dem Server bindet oder eben darauf lauscht. Und dann gibt es die Funktion receive from, die wieder den Socket-Dateidescriptor und einen Puffer und eine Datei, also eine Maximalgröße und ein Offset nimmt. Und receive from wird erst, also die Funktion gibt erst dann was zurück, wenn wirklich ein UDP-Frame auf dieser Adresse und dem angegebenen Port angekommen ist. Und dann werden wir das eben ausgeben, was wir erhalten haben. Und auch hier schließen wir wieder den Dateidescriptor. Ja, das ist UDP im Wesentlichen. UDP wird für verschiedene Protokolle verwendet, und es ist wichtig, dass es das gibt. TCP dagegen ist deutlich komplizierter. Anstatt von 8 Bytes haben wir hier weitere 20 Byte an Header-Informationen. Was enthält denn der TCP-Header? Also erstmal natürlich wieder einen Quellport und einen Zielport, genauso wie bei UDP. Beide sind wieder 16 Bit lang. Dann
enthält es zwei Sequenznummern, einmal die Sequenznummer selbst und einmal die Anerkennungsnummer, Acknowledgement Number. Das ist die letzte Sequenznummer, die wir von der anderen Seite erhalten haben. Also damit können wir sicherstellen, können wir sagen, was das letzte Paket war, was wir von der Gegenstelle erhalten haben. Dann gibt es das Data Offset, also das beschreibt, wie lange die Header-Information ist, also TCP-Header kann auch weitere optionale Informationen enthalten, bevor der eigentliche Datensatz kommt, und deshalb muss man das Data Offset Field benutzen, um zu sagen, wo die tatsächlichen Daten anfangen. Dann hat TCP mehrere Flags, manche von diesen Flags sind nur einzelne Bits, die umgeschaltet werden. Manche davon habe ich hier unten gezeigt, wo ich später noch mehr zu erzählen möchte. Das erste ist der ACK oder Acknowledgements, dann die Synchronisierung oder Synchronize Syn und dann Finished, also Beenden Fin. Da gibt es auch noch Reset, also für Fehlerbehandlung, aber das werde ich jetzt nicht im Detail behandeln. Dann gibt es ein 16-Bit-Feld für die Windows Size, also die Fenstergröße. Das ist im Prinzip die Größe des Empfängerpuffers. Und wieder eine 16-Bit-lange Prüfsumme. Und dann haben wir noch ein bisschen Speicherplatz für dringende Sachen, die ich jetzt nicht im Detail besprechen würde. Und wenn man jetzt TCP auf einem Unix-Client programmiert, dann hat man wieder eine ähnliche Schnittstelle wie für UDP. Zuerst wird man wieder die Funktion Socket aufgerufen, um einen Dateiskripter zu erzeugen. Wieder die Adressfamilie Internet und in diesem Fall Socket Stream als Typ, also weil wir wollen einen Byte-Stream, also einen TCP-Byte-Stream haben. Das ist halt eben der Name des TCP-Typs im Vergleich zu datagrammbasierten UDP-Sockets. Und wenn als TCP-Client verwenden wir die Funktion Connect, um zu einem entfernten Rechner zu verbinden mit dem Socket-File, mit Dateidescriptor. Und Connect wird auch erst dann zurückgeben oder abschließen, wenn eine tatsächliche TCP-Sitzung aufgemacht wurde. Und dann können wir jetzt hier wieder eine Funktion Receive aufrufen mit dem Dateideskriptor und einem Puffer, um Sachen zu empfangen, und dann beenden wir das Programm und schließen den Dateideskriptor wieder. Und der TCP-Listener oder der TCP-Server ist auch wieder ähnlich. Wir machen wieder ein Socket auf und wir verwenden wieder die Funktion Bind, um wieder die IP-Adresse und die Portnummer anzugeben, auf der wir lauschen wollen. Dann verwenden wir die Funktion Listen, auch wieder unter der Verwendung des Dateideskriptors. Und dann gehen wir in eine Schleife. Und jetzt warten wir einfach für Verbindungen von Clients, die auftauchen können irgendwann. Und für jede Verbindung von irgendeinem Client werden wir die Funktion Accept aufrufen, und die Funktion Accept ist erst dann fertig, wenn tatsächlich eine TCP-Verbindung zum Client erfolgreich hergestellt wurde. Und da kommt dann wieder ein neuer Dateideskriptor raus. Nicht der gleiche wie der Socket-Dateideskriptor, den wir am Anfang verwendet haben. Und wir können da halt mehrmals Accept auf demselben Socket-Dateideskriptor aufrufen, um verschiedene Verbindungen aufzubauen. Dann wird jetzt alles auf dem neuen Dateideskriptor abgehandelt, wird es wahrscheinlich jetzt zu einem anderen Prozess oder zu einem anderen Thread übergeben, um halt asynchrone Datenzugriffe zu ermöglichen, eine weitere Verbindung zu ermöglichen, während die eine Verbindung behandelt wird. Das haben wir jetzt in dem Beispiel weggelassen aus Einfachheitsgründen. Und dann wird es jetzt hier einfach ausgegeben, und dann senden wir halt eine Antwort mit der Funktion send mit dem neuen Dateideskriptor, und zwar den String Hello World. Und dann wird der Dateideskriptor wieder geschlossen, und in dem Fall würde jetzt die Schleife wieder von vorne beginnen, um wieder eine neue Verbindung zu akzeptieren. Ja, das ist im Prinzip ein TCP-Listener oder ein TCP-Server, wie man das sehen würde in verschiedenen Netzwerkprogrammen, die auf Unix-Basis programmiert sind. Und TCP, wie ich schon bereits erwähnt habe, es muss verschiedene Sachen, Aufgaben übernehmen, um eine Sitzung aufzumachen und auch später wieder zu schließen. Und die Hauptaufgabe ist, sich zu synchronisieren, also die Startsequenznummern zu synchronisieren zwischen dem Client und dem Server. Wir haben gesehen hier im Header, da ist diese Sequenznummer, und wir müssen diese Informationen zur anderen Seite übermitteln. Also das ist im Prinzip eine TCP-Zustandsmaschine, ein TCP-Zustandsautomat, und das ist im Prinzip einfach nur ein Auszug aus der TCP-Spezifikation, und das wird auch in vielen anderen Dokumenten aufgegriffen, wie zum Beispiel auch im Stevens. Und man kann sehen, dass ein Status ist der Status Listen, also Lauschen,
Und Listen ist das, was in der Server-Implementierung aufgerufen wird. Wenn man das aufruft, dann ist man halt eben im Zustand Listen. Und ja, normalerweise endet man im Status Closed, nachdem man die Funktion Closed aufgerufen hat. Ja, ich werde da jetzt ein bisschen mehr die Verbindungsherstellung angucken und auch die Verbindungstrennung. Und wir haben hier auf der Client-Seite, fangen wir an mit dem Zustand Closed. Also ein Socket im Zustand Closed. Und dann machen wir den Unix-Aufruf Connect und auf diesem Socket. Und dieser Socket verbindet sich. Und ja, er sendet ein Start-TCP-Segment zum Server, wo das Synchronized Flag, also das Syn-Flag gesetzt ist oder auf 1 gesetzt ist. Und die Sequenznummer ist jetzt irgendeine arbiträre Nummer, irgendwas, wo auch immer wir halt anfangen, 32-Bit-Integer-Nummer. Also wir nennen sie jetzt einfach A. Und der Zustand des Data-Descriptor geht dann von Closed auf Syn-Send. Ja, wie der Name schon sagt, es sagt einfach, dass wir die Synchronized Message, also die Synchronized Nachricht gerade eben gesendet haben. Also ein TCP-Segment, was gar keine tatsächlichen Daten enthält, sondern einfach nur ein TCP-Header. Und auf der anderen Seite haben wir uns ja schon vorbereitet auf diesen Zustand. Wir haben auch mit einem Closed Socket angefangen und dann haben wir die Funktion Listen aufgerufen und dann sind wir im Zustand Listen. Und im Zustand Listen können wir jetzt die Funktion Accept aufrufen und Accept wartet, bis ja ein Synchronized Flag ist erreicht. Und sobald ein Paket erreicht, dann wird ein neuer Dateidescriptor aufgemacht und der ist dann im Zustand Syn Received. Und der Server antwortet auch mit einem TCP-Segment, auch ohne Daten, aber er sendet eben auch das Synchronized Flag und das Acknowledgement Flag, also er bestätigt quasi das Empfangen vom Client und er bestätigt quasi, dass er die Sequenznummer A erhalten hat, indem er sagt, als nächstes erwartet die Sequenznummer A plus 1. Und dann geht auch der Client in den Zustand established, also Verbindung hergestellt und auch er sendet jetzt wieder eine Nachricht mit dem Acknowledgement, also Bestätigungsbit gesetzt und er setzt jetzt wieder die Sequenznummer auf A plus 1 und ja, das ist jetzt einfach das nächste TCP, das nächste IP-Paket und deshalb hat es eine neue Sequenznummer. Und die Bestätigungsnummer wird hier auf B plus 1 gesetzt, um zu sagen, ich erwarte als nächstes die Nummer B plus 1 vom Server. Und dann ist auch der Server im Zustand Verbindung hergestellt. So, die Sequenznummern. Damit es gut funktioniert, suchen sich beide Seiten jeweils eine zufällige Sequenznummer raus. Für jedes Byte, was übertragen wird, wird die Sequenznummer um 1 erhöht. Und beide Seiten bestätigen der sendenden Seite den Empfang, indem sie die empfangene Sequenznummer bestätigen in einem Syn-Paket. Da die Zeit nicht mehr reicht, springe ich mal über das Beenden der Verbindung hinweg. Eine der wichtigsten Funktionen von TCP ist die Flusssteuerung. Und es gibt einen Empfangspuffer für jede Verbindung, damit der Rechner Daten per TCP empfangen kann, auch wenn die Applikation vielleicht gerade nicht in der Lage ist, die Daten zu verarbeiten. Aber der Puffer ist natürlich in der Größe begrenzt, damit nicht jemand über das Netzwerk sämtliches RAM verbrauchen kann. Und eine ganz wichtige Funktion von TCP ist, dass der Sender nicht mehr Daten sendet, als der Empfänger tatsächlich im Moment aufnehmen kann. Das ist das sogenannte Empfangsfenster. Und dieses sogenannte Sliding Window ist die Datenmenge, die vom Sender tatsächlich unbestätigt an den Empfänger gesendet werden kann. Wenn die erreicht ist, dann
hört der Sender auf zu senden, bis er entsprechende Empfangsbestätigungen erreicht hat, empfangen hat. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass die tatsächliche Leitung, die Verbindung zwischen den beiden Rechnern nicht überlastet wird. Eine bestimmte Netzwerktechnologie kann nur eine bestimmte Menge an Daten gleichzeitig übertragen. Und wenn da mehrere Rechner miteinander reden, dann müssen die sich irgendwie die Bandbreite teilen. Und Congestion Control, also quasi die Staukontrolle, soll dafür sorgen, dass jeder Rechner tatsächlich einen fairen Anteil abbekommt. Die sogenannten Acknowledgements, die Bestätigung, die Empfangsbestätigung, da gibt es drei verschiedene Varianten. Die ganz einfache Version, immer wenn Daten empfangen werden, wird eine Empfangsbestätigung zurückgeschickt. Zusätzlich ist TCP in der Lage, wenn einzelne Pakete verloren gehen, auch nur bestimmte Teile zu bestätigen. Also wenn in der Mitte ein Paket verloren geht, dann können die späteren Daten bereits zwischengespeichert und bestätigt werden, aber die früheren Daten müssen dann vom Sender nochmal gesendet werden. Dann gibt es Erweiterungen, um das Empfangsfenster automatisch an die Netzwerkleitung anzupassen. Es gibt Angriffe auf TCP, Denial of Service, also den Rechner dazu bringen, dass er keine Netzwerkverbindung mehr verarbeiten kann. Man kann Verbindungen übernehmen, indem man sich entweder als Sender oder Empfänger ausgibt. Und wenn man die Sequenznummern erraten kann, dann kann man gegebenenfalls Daten in die Verbindung einspeisen. Die sogenannte Blight-in-Window-Attack. Und eine Blind-in-Window-Attack ist, wenn man die Sequence-Numbers noch nicht mal wirklich im Vorhinein ermitteln muss, sondern über Tricks quasi die Daten da trotzdem reinbekommt. Das TCP ist spezifiziert in den üblichen Internet-RFCs, Request for Comments. Und ich habe im letzten Jahr in der Universität Cambridge ein formales vom Modell für TCP entwickelt, mit einer sehr präzisen Spezifikation, mit der man eine Implementation überprüfen kann, indem man sie von außen über diese Spezifikation prüft. Die zwei Schnittstellen für die Prüfung sind einmal das Host-Interface, das Socket-Interface und dann die Pakete, die vom System tatsächlich gesendet und empfangen werden. Hier gibt es Beispiele dieser Spezifikation, die hier in der typischen Netzwerkdiagrammdarstellung die einzelnen Schritte und die übertragenen Informationen darstellen. Und hier sehen wir, wie verschiedene Segmente übertragen werden. Was wir mit der Network Semantic erreicht haben, konnten wir das Modell validieren, indem wir Pakettraces aufgezeichnet und verarbeitet haben. Wir haben ein Paper publizieren können. Die Spezifikation ist in 384 Seiten ausgedruckt. Das Ganze sind etwa 10.000 Zeilen Code. Die State Machine, das Zustandsdiagramm, haben wir etwas überarbeitet, das mehr der tatsächlichen Spezifikation entspricht. Und dazu haben wir ein paar weitere Zustände eingeführt und weitere Übergänge zwischen den
Die übliche Literatur enthält ein Zustandsdiagramm, das unvollständig ist. Zusammengefasst, TCP ist in sehr vielen Systemen implementiert. Es ist eine Schichtenarchitektur. Die oberen Schichten haben kein Wissen über über die Art und Weise der unteren Schichten. Und mit Network Semantics kann man das schön prüfen. Damit vielen Dank und Fragen bitte. Thank you. Ja, danke. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann geht einfach zu den Mikrofonen. Wir haben zwei hier und zwei auf der rechten Seite. Und gibt es vielleicht ein paar Fragen vom Internet? Nein? Keine Fragen? Ah, da eine Frage. Ja, komm, trau dich. Nicht schüchtern sein. Hallo, ja, danke. Das war ein sehr schöner Vortrag, ein sehr interessanter Vortrag. Das Modell, ist es möglich, daraus eine Implementierung aus der Spezifikation zu synthetisieren? Im Moment wird es für die Validierung verwendet. Und wir sind nicht abhängig von der Implementierung. Und in der Implementierung muss man sich entscheiden, in welchen Zustand man tatsächlich wechselt, ob man abbricht oder Daten überträgt. Wir wollen in die Richtung weiter arbeiten. Und denkst du, dass so eine Implementierung gemacht werden, wenn so eine Implementierung gemacht werden kann, kann sie auch effizient gemacht werden? Ja. Ja, danke. Yeah, your question, please. Ja, deine Frage bitte. How independent is TCP from IP? I mean, wie unabhängig ist TCP vom IP-Protokoll? Kann man auch TCP über andere Protokolle machen, also zum Beispiel über Bluetooth oder so? Since TCP requires for error messages a bit of ICMP, I haven't seen any. Da TCP für die Fehlerbehandlung ICMP benötigt, ich habe jetzt noch keine TCP-Implementierung gesehen, die nicht auf IP basiert. Ich könnte mir das vorstellen, das könnte funktionieren. Okay, your question please. Okay, hier die Frage bitte. Ja, danke, hallo. Also du hast Hall 4 für den Spezifikationsteil benutzt. Musstest du die höhere Logik benutzen von Hall oder konntest du einfach die Prädikatlogik verwenden? Ich glaube, wir brauchen ein paar höherwertige Funktionen für die Zustandsübergänge. Yes. Yeah. Well, the paper has been published. Ja, es wäre interessant, sich mal zu treffen. Luckily, skyhub.is is available and you can download it for free from there. Okay. Das Paper wurde publiziert und ist auch auf SciHub zu finden. Weitere Fragen? No? Nein? Ja, dann danke Hannes. Einen großen Applaus für Hannes, bitte. Ja, und